Aus Anlass des in diesem Jahr gefeierten 20-jährigen Bestehens des Vereins Reisender Schausteller Fechter haben Mitarbeiter vom Bauhof am Dienstag, den 11. August, auf dem Stoppelmarktgelände einen Baum gepflanzt und unmittelbar davor eine Erinnerungsplakette angebracht. Er soll die Verbundenheit der Schausteller mit dem Traditionsvolksfest, das vom 13. bis zum 18. August zum 717. Mal gefeiert wird, dokumentieren. In Anwesenheit zahlreicher Schausteller erinnerte Bürgermeister Helmut Gehls an das vielfältige Engagement des Vereins für ihre Heimatstadt und den Stoppelmarkt.